Willkommen zurück zu Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ich habe im Missionsmodus ein bisschen aufgeräumt und jetzt geht's an die letzten Missionen. Ich denke mal, es wird die letzte Aufnahme werden, wahrscheinlich nicht der letzte Part. Mal schauen. Die drei haben wir komplett und beim Rest, bis auf Shadow, den hatten wir auch schon komplett, habe ich jeweils Missionen geholt, die entweder halt richtig ätzend waren oder die doppelt waren. Denn es gibt auch sehr viele Missionen, die man einfach mit drei, vier Charakteren halt einfach spielen muss. Im Kern aber halt gleich sind, deswegen, ja. Zeige ich euch da jetzt mal ein bisschen was, was ich geholt habe. Jeweils, wenn wir den Charakter machen, denke ich mal. Tischtennis Traumschlage deinen Rivalen. Hatten wir, soweit ich weiß, schon mal. Ist aber auch einfach nur ätzend. Deswegen habe ich das vorweggenommen. Und Florett Einzelschlage deinen Rivalen ist im Endeffekt dasselbe. Diese Schlage deinen Rivalen habe ich halt größtenteils gemacht. Vielleicht sogar komplett. Ich weiß es nicht mehr. Weil das sind halt einfach nur. Im Endeffekt ist das fast nur das gleiche, als würdest du eine Goldmedaille mit dem Charakter holen. Deswegen. Es ist halt einfach nichts Spannendes, wenn man mal ehrlich ist. So. Einzel erhalte einen Ballwechsel aufrecht. Das gibt's auch mit anderen Charakteren. Muss ich gleich mal drauf achten. Ich werde das jetzt einmal auf jeden Fall zeigen. Weil das ganz okay ist, aber sonst ist es halt eigentlich nicht so spannend. Okay, ich glaube, Peach hatte das. Oder Waluigi oder einer von den unteren auf jeden Fall. Ich glaube, da musste man das über 15 Schläge aufrechterhalten. Also ich habe das schon einmal gespielt. Weil ich halt keinen Bock auf Doppelung hatte. Und ja, es ist mal wieder soweit. Die Batterieleistung meiner Wii-Fernbedienung lässt nach. Wie hatten wir das in den mittleren Parts vermisst? Zu Beginn des Let's Plays war ich für die ersten, ich glaube, wow, super. Für die ersten 10 Parts zu faul oder vielleicht sogar, ja wo, doch, ersten 10, 12 Parts glaube ich, zu faul die Batterien zu wechseln. Beziehungsweise ich hatte auch einfach keine neuen und jetzt sind die neuen auch schon wieder leer. Es ist schrecklich. Ich habe ja noch andere, aber es ist... Ah. Ich bin zu faul und zu geizig, die auszuwechseln. Die funktionieren doch noch. Warum soll ich die wechseln? Frechheit. So, Ballwechsel aufrechterhalten. Wir können auch nicht mehr schlagen danach. Und damit ist diese Mission schon erledigt. Es gibt auch, glaube ich, noch ein paar, die jetzt doppelt sind. Die mache ich dann halt entweder doppelt oder lasse sie noch übrig. Mal schauen. Und bei den meisten Charakteren habe ich halt auch die letzte Mission noch nicht gesehen, weil ich eben nicht alle anderen 5 gespielt habe. Bei manchen war das der Fall. Ich glaube, bei Amy zum Beispiel habe ich alle 5. Komm, wir gucken gleich. Aber sonst habe ich halt meistens diese Herausforderung noch nicht freigeschaltet und weiß entsprechend nicht, was das ist. Führe einen perfekten Sprung von der Straflinie aus, ja. Auch das habe ich schon 2-3 Mal gemacht. Das gibt es beim Weit- und beim Dreisprung. Ist im Endeffekt nicht schwierig. Du musst eigentlich nur einen guten Sprung ausführen. Da steht zwar auch immer hier zum Beispiel 2-mal den besten Sprung, ohne zu faulen, aber ja gut. Der beste Sprung klingt jetzt so nach, oh mein Gott, du musst genau von der Linie aus mit toll abspringen, aber... Es reicht doch, wenn du ganz normal abspringst und gut erhältst. Das reicht auch komplett. Du darfst halt nur nicht faulen, das ist wichtig. Und das ist halt einfach echt lächerlich. So, das zählt zum Beispiel schon. Wir sehen ja auch immer den schönen Kreis. Sind damit also absolut... ist absolut transparent. Wir wissen genau, was los ist. Und ja, das ist halt einfach nicht schwierig. Eigentlich... Ja, wobei doch. Eine Mission. Die habe ich mir durchgelesen. Und habe... Ich bin nicht mit Höchstgeschwindigkeit oder was? Leck mich doch. Ein auf, das war keine Höchstgeschwindigkeit. Wario, du Sack. Habe ich jetzt die Mission verkackt? War das Aufeinanderfolgen? Ja, es war Aufeinanderfolgen. Ach, leck mich doch. Ist das unnötig? Weil ich angeblich nicht die maximal... Oh mein Gott, dann schüttle ich halt länger. Oh, das ist auch wieder so unnötig. Höchstgeschwindigkeit. Ja, mein Gott. Normalerweise haben die Gurken immer Höchstgeschwindigkeit, wenn man schüttelt. Aber da war ich wohl nicht schnell genug. Beziehungsweise nicht lang genug schnell genug. Richtig unnötig. Richtig unnötig das jetzt schon wieder. Naja. Ich habe auf jeden Fall alle erreiche eine bestimmte Platzierung oder erreiche ein bestimmtes Zeitfenster Herausforderungen schon gemacht, weil die mich einfach mega abgefuckt haben. Und ich keinen Bock hatte, das alles nochmal onscreen zu machen. Vor allem beim Schwimmen war das mega assi. Beim Laufen okay, aber beim Schwimmen, ne? Da ein bestimmtes Zeitfenster zu erreichen oder eine bestimmte Platzierung sogar. Einfach nur krank. Und genauso bei Leichtathletik Traum ist auch komplett für den Arsch. Als dritte Disziplin gab es dann, glaube ich, noch 400 Meter und auch 400 Meter Hürden, wo man halt eine bestimmte Platzierung oder Zeitfenster erreichen musste. Aber ey, ehrlich, das sind so bescheuerte Aufgaben, da Zweiter oder Dritter zu werden. Und manchmal war die Aufgabe sogar Erster zu werden. Das war eigentlich das Beste, aber war im Endeffekt dann entsprechend dann einfach eine Goldmedaille und komplett unnötig entsprechend die Mission. Wirf von so nah an der Straflinie wie möglich, ja. Das hatte ich, glaube ich, noch tatsächlich nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob... Ich glaube, das haben noch 2-3 Charaktere.
Aber das habe ich noch nicht gemacht. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier geregelt ist. Renne schneller als die vorgegebene Geschwindigkeit und wirf den Speer zweimal von so nah an der Strafflinie wie möglich. Okay. Ja. So nah wie möglich. Geben die mir jetzt ein Fenster vor, wo ich machen muss? Oder ist es einfach nur wieder so salopp gesagt, so, ey, ja, so nah wie möglich halt, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall zweimal aufeinander folgend. Versuchen wir das mal. Das war auf jeden Fall so nah wie möglich. Ich hasse sowas halt bei Aufgabenbeschreibung, so saloppe Sachen. So richtig schwammig. So nah wie möglich. Mein Gott. So nah wie möglich kann auch. War das jetzt nicht so nah wie möglich, oder was? Dann definiert doch wie möglich. Für mich war das alles, was möglich war. Das ist so dämlich. Gebt mir einen be bestimmten Bereich vor, in dem ich stoppen muss. Fertig. Das hat ja auch nichts mehr mit Hilfe zu tun. Ich muss ja dann. Der Bereich, in dem ich stoppe, ist ja nicht der Bereich, in dem ich meine Fernbedienung und meinen Nunchuck hochschwinge. Nee, nur meine Fernbedienung. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass es mir dann zu einfach gemacht würde. Ich verstehe nicht, warum. Was war denn so nah wie möglich? Das. Ah, ist das dumm, ehrlich. Vielleicht war es mir ja nicht anders möglich. Ja, aber du hast es doch vorher auch geschafft. Ja, ehrlich. Solche Beschreibung, so einer gehört gefeuert, ey, ehrlich. Entweder der den originalen Text geschrieben hat oder der die Übersetzung gemacht hat. Je nachdem. Ich schätze mal, im originalen Text war es sogar auch schon so. Einfach nur dämlich. Und der die PNGs hier ausgeschnitten hat, auch. Wir sehen jetzt wieder diesen lustigen Strich dazwischen den. Nee, jetzt nicht. Beim ersten Mal haben wir den gesehen. Naja, mein Gott. Mich fuckt so manches aktuell richtig hart ab bei diesem Spiel. Was auch daran liegt, dass ich jetzt natürlich sehr viel Zeit mit dem Spiel verbracht habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Mit Medaillen, jetzt mit den Missionen und ich bin froh, wenn das vorbei ist. Ganz ehrlich. Bei manchen Sachen bin ich echt froh. Bei manchen Sachen bin ich auch echt traurig, weil die machen voll Bock und so. Und generell macht das Spiel natürlich mega Bock. Aber so ein paar Sachen sind so unnötig dämlich, ne? Gewinne mit einem exakten Sprung. Mit einem exakten Sprung. Wahrscheinlich muss ich jetzt alle Sprünge exakt machen, richtig? Wieder mal eine schwammige Beschreibung. Komm ins Ziel, indem du die Hürden knapp nimmst und überquerst die Ziellinie als Erster. Okay, gut. Ja, die Satzstruktur ist merkwürdig, aber ist okay. Kann man tatsächlich so machen. Okay. Auf die Plätze. Na, super. Warum muss vor mir der Eggman und hinter mir der Bowser sein? Da sehe ich doch wieder gar nichts. Fertig. Vor allem nicht mit dem kleinen Wario. Ist doch eine Frechheit. Wie soll ich denn da genau sehen? Haben die doch absichtlich gemacht. Wie soll ich denn da sehen, dass ich die Hürden gut nehme? Ja, super. Gescheitert. Super, ich liebe es. Ah, scheiße. Ich bin einfach nur froh, dass ich mich dazu entschieden habe, diese ganzen Cancer-Aufgaben offscreen zu machen, weil das war teilweise echt die Hölle. Meine Güte. Ja, aber worauf ich vorhin hinaus wollte, bei Luigi gibt es doch so eine, die erscheint mir einfach irgendwie unmöglich. Können wir uns dann gleich mal angucken, wenn wir bei ihm sind. Nehme die Hürden knapp, heißt eigentlich auch nur. Okay, wir sollen sie wirklich knapp nehmen. Das ist ja lustig. Ach Leute, das dauert doch schon wieder Jahre mit dem. Ich kann den überhaupt nicht einschätzen. Er ist immerhin besser als Bowser einzuschätzen. Mit dem habe ich ja auch immerhin geschafft, alle Hürden Fertig. zu nehmen und keine umzuwerfen beim 400 Meter Hürdenlauf, nicht Sprint. Aber was mache ich denn? Hallo! Boah, ich hasse das! Warum reagiert der denn manchmal nicht? Das ist so dumm, ehrlich. Das hatte ich. Boah, das. Da muss ich auch nochmal ranten. Bei Tischtennis Traum hatte ich mal Auf wieder die das Plätze. Vergnügen. Ich musste. Ah, genau, Tischtennis Traum war Luigis Aufgabe auch. Ich musste die letzten Fertig. Punkte mit meiner Spezialattacke machen, ne? Ich hatte irgendwie. Ich glaube 45. Oh, fuck. Und hatte dann halt den fünften Ballwechsel. Der war dann bei mir. Also, wenn ich geschlagen hätte, wäre es der fünfte Ballwechsel gewesen. Es hätte also wunderbar funktioniert, wäre wunderbar aufgegangen. Das war, glaube ich, mit Amy. Auf die Plätze. Und ich habe halt meine Spezialattacke machen wollen. Ich hatte noch eine, alles. Der Gegner hat den bestimmt nicht abgewehrt. Ich hätte Fertig. bestimmt die Aufgabe geschafft. Was passiert natürlich? Ich krieg natürlich mal wieder nicht. Das Spiel mit meiner Spezialattacke mal wieder nicht. No, es war wieder nicht knapp. Oh, und kann ich nicht einfach direkt. Nein, auf Bahn 4. Oder wo auch immer. Auf die Mario! Plätze. Das will doch keiner hören, mein Gott. Und dieses langsame Auf die Plätze, die brauchen alle Ewigkeiten, um ihre Fertig. scheiß Startblöcke zu gehen. Oh, es sind so Kleinigkeiten, die mich gerade mega abfucken in diesem Spiel, wirklich. Oh, mein Gott, ist das ein Scheiß, ey. Ja, die letzten Missionen sollen ja ein bisschen schwieriger sein, aber oh, das ist einfach nur Auf Scheiße. die Plätze.
Ich glaube, ich mache erstmal die generell so die Aufgaben mit den Leuten und mache dann einen finalen Part irgendwie, oder wahrscheinlich wird es ja nicht ein Part werden, wenn ich sehe, wie lange ich hier schon an der Aufgabe von Wario hänge, wo ich dann nur die letzten Missionen mache, mit denen ich dann auch die Abzeichen freischalte im Endeffekt. Ja, dankeschön. So. Da war mal Flow drin. Und jetzt geh mir aus dem Licht, Wario. Geh mir aus der Sicht, aus allem. Verschwinde einfach von diesem Planeten. Kannst vielleicht wiederkommen, wenn es bei Mario und Sonic bei einem Olympischen Winterspiel weitergeht, aber sonst verpiss dich bitte einfach. Ich mag dich nicht. Nicht, dass dein Charakter nicht sowieso schon so gezeichnet ist, dass man ihn nicht mögen soll. Und es klingelt. Schön. Interessiert mich nicht. Ist nur mega laut. So, jetzt haben wir die hohe Reihe endlich komplett. Ist ja unglaublich. So, Mario. Ich bin gespannt. Was hatte ich hier noch offen? Skeet schießen mit kleinem Cursor, ne? Genau, okay. Das habe ich auch schon gemacht mit einem anderen Charakter. Da musste ich, glaube ich, irgendwie 3 von 5 Zielen treffen mit dem kleinen Cursor. Habe ich auch instant geschafft. Ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht instant. Ein Ziel. Okay, lol. Das ist ja schon mal deutlich einfacher als 3 Ziele. Also 3 von 5, das ist ja wahrscheinlich 1 von 4. Behaupte ich mal. Position 7. Und es klingelt unendlich. Ja, Station 7 waren, genau, hier ist dann einfach kein Herz. Es waren dann 4 Ziele. Wie ich schon vermutete. So, fertig. Fantastico, das habe ich ja noch nie gehört. Seit wann sagt er das denn? Okay, cool. Haben wir einen neuen Spruch von Mario gehört. Wunderbar. Kann man mal machen. Würde ich jetzt noch irgendein Paket erwarten, würde ich definitiv jetzt nochmal runtergehen, um zu gucken, ob irgendjemand da jetzt mal aufgemacht hat. Aber tue ich nicht. Also ist es mir egal. Führe mehrere schwere Aktionen hintereinander aus. Ja, das habe ich auch schon mit jemandem gemacht. Ich sage ja, die meisten Missionen kommen halt einfach doppelt, dreifach oder sogar vierfach vor. Und die meisten sind halt auch nicht besonders toll. Ich sag mal, die Hälfte ist gut, die Hälfte ist Cancer. So ein Mittelding, gibt's eher nicht. So, 5-mal müssen wir es jetzt hier. Okay, Mario hat definitiv die einfacheren Missionen. Weil, wie gesagt, das gleiche mit dem Skeet-Schießen gab's schon mal mit einem Charakter mit 3 von 5 und nicht mit 1 von 4 Treffen. Und hier musste man 7 Sprünge hintereinander erfolgreich ausführen. Jetzt sind's nur 5. Das ist natürlich super. Macht uns die Sache einfacher. Gefällt mir. Allerdings sind die Kombinationen tatsächlich schwieriger. Das stimmt. Bei den 7 aufeinanderfolgenden waren die irgendwie. Da hieß es zwar auch schwere aufeinanderfolgende Figuren, aber es war eigentlich einfacher. Das waren meistens nur so 4 bis 5 Zeichen, die man da. Also hier Bewegungen, die man machen musste, Knöpfe, die man drücken musste, wie auch immer. Naja. Ist mir alles recht. So, 100 Meter. Schlage deinen Rivalen. Du Scheiße. Oh, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder Sonic oder wer kommt jetzt? Und ich habe da mega schon verkackt mit Sonic gegen Shadow oder so, ne? Oder kommt da jetzt Luigi oder Bowser oder? Ich bin mal gespannt. Gegen Sonic, ja, okay. Ist ja auch sehr fair. Mario gegen Sonic. Im 100-Meter-Lauf. Da habe ich ja schon von Natura aus keine guten Karten. Fertig. Und sowieso nicht, weil die KI ist besser als ich. Aber vielleicht nicht heute. Oh mein Gott. Ich habe den Start mal hinbekommen. Er holt zwar auf, aber ich werde das schaffen. Ich werde das schaffen! Oh mein Gott. Also man braucht einen super Start, so wie ich ihn gerade hatte, weil sonst holt der einen einfach gnadenlos ein. Sehr gut. Das lief ja tatsächlich super. Und damit haben wir auch schon das Mario-Abzeichen. Was schon mal deutlich schneller ging als das mit Wario. Was aber auch daran liegt, dass die letzte Mission mal wieder anspruchsvoll war. Die war wirklich ziemlich anspruchsvoll. Die hier war jetzt irgendwie tatsächlich nicht so schwer. Oder ich bin dann einfach gut. Keine Ahnung. Wahrscheinlich beides so ein bisschen. So, jetzt Amy. Mit ihr müsst ihr schon alles haben, bis auf das letzte. Ist das richtig? Nee. Das erste fehlt noch. Was war das denn? Ja, irgendwas mit Schwimmen. Das hatte ich so im Kopf. Ach, gewinnen, indem du im exakten Augenblick startest. Das ist auch so eine Mission. Die kann total einfach sein oder da ist noch ein Haken hinter. Ich weiß es nicht. Weil exakt starten ist eigentlich nur, ey, wenn Start, genau. Tauche genau dann ein, wenn los erscheinen und schließe als erster ab. Also, genau dann, wenn, ist auch wieder so. Es ist eigentlich ziemlich exakt von der Angabe her, aber es ist die Frage, wie exakt handeln die das? Ja, genau. So habe ich es erwartet, dass es nur so ist und dann sollten wir es eigentlich easy schaffen.
Wir dürfen als Erster abschließen, ne? Genau, okay. Also wir müssen, aber wir dürfen auch vor allem. Das ist nämlich was anderes, als wenn wir jetzt Zweiter oder Dritter werden müssten. Dann wäre das wirklich herausfordernd. Erster werden ist nicht so herausfordernd. Absichtlich irgendwie nicht Erster werden ist halt einfach schwieriger, eine bestimmte Position zu erreichen. Das ist genau wie beim Bowling, ne? Bei Saints Sinners Bowling gab es ja auch immer Leute, die haben gesagt, ey, wenn du exakt 7 Pins stehen lassen kannst, gebe ich dir Geld. Und das ist einfach schwieriger als abzuräumen, weil, wow, wie willst du genau so werfen, dass genau 3 Pins umfallen? Das ist natürlich, boah, das ist ziemlich schwierig. Alle zu treffen ist da deutlich einfacher. Genauso ist es hier, Erster zu werden ist nicht so die große Kunst, aber eine genaue Platzierung zu erreichen, ist schwierig. Und 110 Meter Hürden gewinne mit einem exakten Sprung. Oh nein, das hatten wir doch erst mit Wario. Wieso quält ihr mich so? Naja, vielleicht habe ich ja jetzt Übung oder so. Ich weiß es nicht. Und es ist halt Amy, die ist schon mal ein bisschen dynamischer als Wario. Hoffe ich einfach mal. Auf die Plätze. Ich sollte mir keine Illusionen machen, es wird keinen Impact haben. Es macht keinen Unterschied. Fertig. Ob man jetzt Amy oder Wario spielt, entweder ich verkack's halt mega oder eben nicht. Es liegt ganz bei mir, nicht beim Charakter. Oder nur zu einem sehr, sehr geringen Prozentsatz. Nein! No! Fuck, ich hab doch schon die Hälfte. Ah, egal. Amy ist immerhin deutlich sympathischer als Wario, der hässliche Sack. Der da oben noch mitläuft mit seiner hässlichen Kappe und seinem hässlichen Gesicht. Fertig. Amy kann ich nicht ranten. Definitiv nicht. Nein! Ah, scheiße. Ja, die Aufgaben sind knifflig. Sowas hatte ich auch tatsächlich noch nicht. Das scheint wohl letzte Aufgabe exklusiv zu sein. Entsprechend schätze ich mal, dass sie noch ein, zwei Mal vorkommen wird. Fertig. Vielleicht in jeder Klasse einmal. Jetzt hätten wir sie schon in der Kraftklasse, in der... Ja! In der Allrounder-Klasse, dann gibt es hier noch die Tempoklasse und die Geschicklichkeitsklasse wahrscheinlich. Wird da auch jeweils einer diese tolle Mission hier haben, ich befürchte es. Weil die ist dann einfach kackenschwer. Und wir hatten ja auch schon zweimal den 100-Meter-Kack da als letztes. Bei Shadow und jetzt bei Mario. Wobei, ja, na nee, hatten wir den... Die Kraftklasse haben wir ja jetzt durch. Was waren bei Bowser und bei Knuckles? Gab's da das auch mit 100 Meter? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Es ist egal. Wir müssen es jetzt hier hinkriegen und alles andere ist gerade unwichtig. Den Rest der Zeit versuchen wir uns dann noch an Luigi. Ach, leck mich doch. Der hat halt wirklich nur noch die letzte Aufgabe, aber die ist halt brutal schwer. Was heißt brutal schwer? Ich habe sie noch nicht versucht, aber ich stelle es mir einfach brutal schwer vor. Vor allem, weil eben auch wieder der Gegner mitspielen muss. Fertig. Und ich mache gerade mega Cliffhanger. Wahrscheinlich sollte ich es einfach im nächsten Part anfangen. Damit ihr schon ganz gespannt seid, was ist die letzte Mission mit Luigi? Oh mein Gott. Ach, leck mich doch. Es gab übrigens auch nochmal mit Yoshi, war das, glaube ich, die Mission von wegen, ey, du darfst Tails beim Fechten irgendwie wieder hier, du musst mit Paraden gewinnen. Wieder 6 oder 8 Stücke, wie viel das waren. Ich glaube, es waren 6. Fertig. Es hat zwar im First Try geklappt, aber es war wieder mega nervig. Wie die Mission eben so ist. Mann, der erste Versuch war so gut, da bin ich bis zur 5. oder 6. Hürde gekommen. Und jetzt kriege ich maximal 3 hin. Es ist der Wahnsinn. Der erste Versuch ist mal wieder der beste. Oh mein Gott. Es sind doch nur Scheißcharaktere am Start, ne? Wario, Daisy, Yoshi, Tails. Die hasse ich alle auf den Tod. Der Vektor ist cool. Nein, ich hab so befürchtet, die letzte Scheißhürde. Ah, ich hasse es. Ja, der Trick ist halt auch so ein bisschen halt einfach nicht zu sprinten, während man die Hürden überspringt. Knuckles ist auch noch cool, der Mario ist okay. Fertig. Aber die hier so in meiner näheren Umgebung sind, nach links vor allem, sind alles Fischköppe. So. Weil man dann einfach sowas von... Na! Man hat dann einfach keine Linie. So wie der Schiedsrichter heute bei Köln gegen Paderborn. Ah, das war auch der größte Spacko überhaupt, ey. Meine Güte, was der heute gepfiffen hat, ne? Die Abwehr vom FC war richtig scheiße. Fertig. Paderborn war mega krass am Pressen. Und in gewisser Weise war es ein verdienter Sieg für Paderborn, aber dieser Schiedsrichter, ne? Junge, dieser Schiedsrichter, was geht mit dem? Ey, das... Ich meine, gut, zweimal hat er Terodde getroffen und es war abseits. Hat er so gepfiffen, war auch richtig.
Fertig. Einmal allerdings mega spät irgendwie. Hat den Elfmeter nicht gegeben, der ein klarer Elfmeter war. Hat einen sehr, 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 sehr schmeichelhaften Elfmeter für Paderborn gegeben. Und hat dann Hector mit Gelb-Rot runtergeschmissen, aber nicht. Es war durchaus Gelb-Rot, kann man vertreten. Aber der hat irgendwie erst 30 Sekunden, nachdem der gepfiffen hat, auch wirklich die gelbe Karte gezogen. Der wollte das erstmal nicht machen. Hat sich dann aber von den Paderbornern blabern lassen und hat dann einfach Gelb gezogen. Also Gelb-Rot dann. Es ist halt einfach mega lächerlich. Der hat sich einfach beeinflussen lassen. Er ist ein Unparteiischer. Nee, das ist ein Fischkopf. Markus Schmidt oder wie der heißt. Pfosten ist das. Wird die Lizenz entzogen, echt. Der ist definitiv nicht allein dafür verantwortlich, dass das Spiel fertig. 0 Punkte abgeworfen hat, aber es ist ne? Ein nicht unerheblicher Faktor. So, genau wie die Konzentration hier und die lässt gerade nach, weil ich bin scheiße. Meine Güte. Ja, diese Kausalität ist absolut logisch, ich weiß. Auf die Plätze. Oh, mein Gott. Ich hänge schon länger als Bavario, glaube ich. Fertig. Das liegt aber nicht am Charakter. Ja! So, fuck you! Ah, wir haben das Amy-Abzeichen. Oh mein Gott. Ja, ich könnte jetzt einen Mega-Cliffhanger machen, mache ich aber nicht. Ich will auf jeden Fall mal die Mission mit Luigi versuchen und euch zeigen. Und dann schauen wir mal, ob sie wirklich so schwer ist, wie ich es vermute. Ich habe echt Schiss, dass das lange dauern kann. Aber ich will die auf jeden Fall onscreen machen. Ich will die meisten, wenn es jetzt nicht irgendwie doppelter Scheiß ist, will ich schon gerne alle onscreen machen. Es sind ja auch nicht mehr so viele. Wir haben jetzt immerhin schon 7 Charaktere mit Abzeichen. Also die ersten 6 und Shadow. So, nee, das war die vorletzte Mission. Das heißt, die kann eigentlich gar nicht so krass schwierig sein, wie sie klingt. Wird sie aber wahrscheinlich. Tischtennis Traum. Gewinne, indem du alle Punkte auf einmal machst. Ja, das ist ein bisschen irre. Zumindest, wenn es halt wirklich um die regulären 50 geht, wovon ich jetzt ausgehe. Habe ich mir noch gar nicht überlegt. Das kann natürlich auch sein, dass es weniger... Ach, okay. Ein Ballwechsel über 10 Schläge. Okay, dann habe ich umsonst gehypt. Aber das ist ja mal Clickbait pur. Hä? Ein Satz über 50 Punkte und du musst 10 auf... Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, aber... Also das Spiel geht jetzt bis 50, ist okay, aber ich muss... In einem... Einmal halt 10 Ballwechsel auf einmal... Hey, ich verstehe das nicht. Was ist meine Mission? Führe einen Ballwechsel über 10 Schläge und erziele 10 Punkte auf einmal und besiege deinen Gegner. Also ich muss auf jeden Fall gewinnen und ich muss halt einmal einen Ballwechsel über 10 Schläge haben. Aber was hat das bitte mit dem Titel Hole alle Punkte auf einmal zu tun? Ich meine, okay, diese Beschreibung kann man schlecht in ein Stichwort, in einen Satz packen, einen Kurzsatz, aber... Hä? Alle Punkte auf einmal ist für mich 50 Punkte auf einmal und das ist halt einfach insane. Das geht eigentlich gar nicht, weil eben auch der Gegner mitspielen muss. Und warum muss ich eigentlich in diesem beschissenen Tails spielen? Das ist doch Betrug! Der ist einfach scheiße! Also nicht als Charakter an sich, also das auch, aber... Darum geht es gerade gar nicht, sondern der ist als Skilltechnik einfach scheiße. Genau wie eben beim Fechten. Der ist halt einfach im Arsch. Es ist... Was willst du mit dem Typen? Der kann keinen Ballwechsel aufrechterhalten. Das ist halt wieder das Problem. Dass, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich diese Mission auf jeden Fall schon vorher gemacht. Weil das ist wieder so eine... Ja, wenn du dich gut anstellst, ist das schön. Aber du brauchst vor allem Glück. Und das ist doch scheiße, sowas. Ja, was soll das denn, Junge? Dann triff halt auch den Ball so oft, dass ich das überhaupt schaffen kann. Und nicht, dass ich das jetzt 50 Mal machen muss, bis du irgendwann mal Bock hast, 10 Mal den Ball mit mir zu wechseln. Und dann habe ich wahrscheinlich Probleme mit meiner Spezialattacke, wie es ja immer der Fall ist in diesem Scheißspiel. Oh. Bei so einer Mission muss ich da richtig ragen, ehrlich. Ja, Junge, super, du bist echt der Held der Nation, Tails. Meine Güte, stellt mir doch einen Eggman hin oder was weiß ich für einen Typen. Jeden anderen als Tails. Aber Tails ist halt einfach scheiße, der kann nix. Ich spiele ja nicht mal fiese Bälle, ich spiele ganz normal zurück. Und der Arsch kann das nicht handeln, der ist einfach scheiße. Ja super, wenn ich jetzt noch einen Punkt mache, bin ich... Ja, wobei, da bin ich nicht im Arsch, aber... Die Chance ist groß, dass der jetzt keine 10 Ballwechsel mit mir hinbekommt. So, komm, machen wir unsere Spezialattacken, von mir aus. Mir doch egal. Ja, die pariert er natürlich, ist klar. Der hat auf einmal die Skills. Ach, du bist doch scheiße, Junge. Okay, ich glaube, diese Mission muss ich nochmal offscreen machen, weil das ist mir die Onscreen-Zeit nicht wert. Das ist es mir nicht wert, euch das zu zeigen.
Weil es halt einfach komplett scheiße ist. Warum macht man so einen Kack? Okay, jetzt war ich tatsächlich der Schlechtere. Das hätte vielleicht sogar geklappt, weil Tails gerade mal endlich irgendwie im Fluss war. Da war ich halt scheiße. Aber das war jetzt einmal im gesamten Spiel. Ich bekomme die Chance auch gar nicht mehr. Weil sich das Spiel denkt, ja, du hast jetzt einmal die Chance, fertig. Tails ist halt nicht so gut. Ja, und das war's schon, super. Nee, das sehe ich auch gar nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Ich mache das jetzt offscreen bis zum nächsten Part und dann sehen wir uns wieder mit dem finalen Missionskack von Luigi. Aber ich sehe es nicht ein, für so eine Scheißmission, die sowas von dämlich ist, onscreen Zeit zu verschwenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.